Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Der Herr möchte mit euch was Besonderes besprechen. Wisst ihr, was es ist? Heutzutage ist es ganz selten, Menschen, die nicht weinen, zu finden. Einige weinen in der Öffentlichkeit, währenddessen andere ganz einsam alleine weinen. Einige andere sagen, statt Tränen zu vergießen, im Herzen leiden. Einige Menschen weinen nachts im Bett. Vielleicht habt ihr auch so ein Erlebnis in eurem Leben und weint wegen ein bestimmtes Problem. Vielleicht weint ihr im Herzen, sodass keiner davon mitbekommt, oder gießt eure Tränen in Einsamkeit. Vielleicht weint ihr, wenn ihr an den Herrn auch betet. In der Gegenwart des Herrn Tränen zu vergießen oder in der Gegenwart des Herrn zu beten. Vielleicht denkt ihr, wo sind die Tränen nun gewesen? In Psalm 56, Vers 8, sagt ein Gläubiger, zähle die Wege meiner Flucht, fasse meine Tränen in einem Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Der Herr sammelt unsere Tränen in einem Krug. Er sammelt alle Tränen zusammen und gibt dir die Antworten für jeden. In der Bibel, als Hannah weinte, wir lesen in der Bibel, dass der Herr ein Wunder vollbrachte. Als David alles verloren hatte, schaute er an den Herrn und der Herr gab ihm alles wieder zurück. Als eine sündenhafte Frau den Herrn mit Tränen begrüßte, bekam sie Vergebung und den Frieden des Herrn. Als eine junge Frau mit Tränen an den Herrn weinte, um sie zu trösten, erweckte der Herr ihren toten Bruder zum Leben. Unser Herr ist barmherzig, wenn er unsere Tränen sieht. Er zählt alle unsere Tränen. Wir lesen in der Bibel, dass der Herr weinte um den Wohl seiner Jünger in Johannes Kapitel 11. Weil Jesus ein Gott ist, der unsere Last von uns entnimmt und unser Herr ist, zählt er alle unsere Tränen. Eure Tränen sind nicht umsonst, fallen nicht auf den Boden. Die Tränen in der Gegenwart des Herrn werden in einem Krug aufgesammelt. Du bekommst eine Antwort und das Wunder wird sich verwirklichen. Der Herr, der ein Wunder vollbringt wegen deinen Tränen, wird es auch für dich tun. Eine Antwort auf deine Tränen wird sich ergeben. Glaub daran. Herr, du bist ein Gott, der mit den Tränen uns ein Wunder verwirklicht. Diese Tränen, diesen Sohn, dieser Tochter sind in deinem Krug aufgesammelt. Vergiss uns nicht. Verwirkliche ein Wunder in unserem Leben für diese Tränen. In Jesu Namen beten wir, lieber Vater. Amen, Amen.